Vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf und eingeladen bin. Ich hoffe, dass 30 Minuten reichen, um über die Not wachsen zu müssen, zu sprechen. Florian hat das ja schon ein bisschen angedeutet. Es geht natürlich um die Frage, wie kann man den Kapitalismus umgestalten? Kann man das überhaupt? Kann man Wachstum aus ihm entfernen? Und um überhaupt zu verstehen, wie das Problem strukturiert ist, glaube ich aber, dass man am Anfang ein bisschen über den Kapitalismus reden muss, weil sehr viele Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich Kapitalismus ist. Und damit wir dann gemeinsam uns auf eine Definition einigen können, stelle ich mal kurz dar, wie ich dieses System sehe und wie ich glaube, dass es entstanden ist. Also kurz, die Frage, die alle bewegt, ist ja, warum ist Klimaschutz so schwer? Das ist ja auch die Frage, die die Jugendlichen von Fridays for Future umtreibt. Und meine Antwort ist eben, man muss erst mal den Kapitalismus verstehen, begreifen, wie sein Kern funktioniert. Denn das Wichtige am Kapitalismus ist, dass er das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war, das Wachstum erzeugt. Vorher, das ist uns gar nicht mehr bewusst, gab es weltweit niemals Wachstum pro Kopf. Also ob das die antiken Römer waren vor 2000 Jahren oder aber das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, eigentlich sehr weit entwickelt, oder aber Deutschland im 18. Jahrhundert. Niemals gab es Wachstum pro Kopf. Das waren stagnierende Agrargesellschaften und die meisten Leute haben eben auf dem Land gelebt und gearbeitet. Und nur eine Zahl, damit man sich klar macht, wie anders unser Leben heute ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag damals bei 30 bis 35 Jahren. Das heißt, wenn ich vor 200 Jahren geboren worden wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit, oder vor 250 Jahren, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass ich heute im Alter von 57 noch zu Ihnen sprechen würde. So, also man muss verstehen, dass der Kapitalismus ein Wunder ist, in der Hinsicht, dass er eben tatsächlich permanentes Wachstum erzeugt. Vielleicht ist auch noch wichtig zu wissen, wie lange dieses System existiert. Also der moderne Kapitalismus ist ungefähr 1760 in England entstanden. Das ist auch der Moment, den man aus den Schulbüchern kennt. Die Industrialisierung beginnt. Und zwar beginnt sie in der Form, dass Textilfabrikanten plötzlich auf die Idee kommen, ihre Spinnereien und ihre Webstühle zu mechanisieren. Das heißt, die Arbeitskraft der normalen Menschen wird durch Maschinen ersetzt, die am Anfang durch Wasserkraft und dann durch Dampfkraft betrieben werden. Die entscheidende Frage in der Wirtschaftsgeschichte, die bis heute alle Forscher umtreibt, ist, warum England, warum 1760? Und die beste Erklärung, die dabei aufgetaucht ist, das mache ich jetzt hier alles ganz kurz, ist, dass die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Die Reallöhne in England waren doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Warum das so war, lasse ich jetzt hier mal weg. Der entscheidende Punkt ist, weil die Menschen so teuer waren, waren die Engländer nicht mehr konkurrenzfähig. Und in einer Welt, wo alle auf dem Land leben und es ja noch gar keine Industrie gibt, ist das einzige Exportgut, das man damals hatte von nennenswertem Rang, waren eben Textilien. So, und diese Textilien waren jetzt aber nicht mehr konkurrenzfähig, weil ja die Arbeitskraft in England so teuer war. Und genau in diesem Moment lohnt es sich erstmals in der Weltgeschichte, Maschinen einzusetzen. Denn das ist ja klar, Maschinen sind auch teuer, die sind ja nicht billig. Das heißt, Maschinen lohnen sich nur, wenn die Arbeitskräfte noch teurer sind. So, natürlich, und in dem Moment, wo zum ersten Mal Maschinen eingesetzt werden, Technik eingesetzt wird, kann dann der einzelne Arbeiter mehr herstellen und damit ist dann das Wachstum in der Welt. Was man aus dieser Geschichte lernen kann, ist, deswegen erzähle ich das auch so ein bisschen ausführlich, keiner hat den Kapitalismus geplant. Der Kapitalismus ist völlig zufällig entstanden, weil die Löhne in England so hoch waren und weil eben einige wenige Textilunternehmer endlich mal wieder profitabel werden wollten.
Aber eben mit dem Einsatz der Technik entsteht dann das Wachstum. Und da sieht man eine ganz enge Verbindung, die natürlich absolut zentral, aber auch absolut fatal ist. Nämlich Kapitalismus ist Wachstum. Wachstum ist der Einsatz von Technik. Technik bedeutet den Einsatz von fossiler Energie, denn sonst würde die Technik ja gar nicht laufen. Und fossile Energie, leider, führt aber zur Emission von Treibhausgasen. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, das Kapital im Kapitalismus sind die Maschinen und der technische Fortschritt. Das heißt, der Kern des Kapitalismus sind die Investitionen in genau diese Technik. Und diese Investitionen fallen nicht vom Himmel, sondern werden getrieben durch hohe Löhne. Das ist übrigens eine Lektion, die bis heute gilt. Kann ich jetzt alles nicht ausführen, aber es ist wichtig zu wissen, hohe Löhne treiben den Kapitalismus, nicht niedrige. So, was Sie jetzt vielleicht an diesen ganzen Ausführungen schon sehen, ist auch wichtig, ich bin keine Kapitalismuskritikerin. Ich bin begeistert von diesem System. Denn wie gesagt, es ist das erste System in der Menschheitsgeschichte, das Wohlstand produziert hat. Heute sind wir ungefähr 20 Mal so reich wie unsere Vorfahren im 18. Jahrhundert. So, das ist der Kapitalismus in Kurzzusammenfassung. Aber es gibt natürlich, und da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues, ein Problem, ein wunderschönes System, aber leider zum Scheitern verurteilt. Denn man kann nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Es geht nicht. Es zeigen sich zwei absolute Grenzen, die auch jeder schon kennt, nämlich es gibt eine Umweltgrenze und es gibt eine Rohstoffgrenze. Und diese Grenzen sind auch längst erreicht, nicht? Also im Augenblick ist es in Europa so, dass wir drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. So, also ist die Frage, die ja jetzt auch alle beschäftigt, was macht man jetzt? Man hat eigentlich ein wirklich schönes System, das zumindest die industrialisierten Länder auch aus der Armut befreit hat. Aber es geht auf gar keinen Fall so weiter. So, und jetzt hat sich gibt es natürlich verschiedene Ideen, die auch diskutiert werden. Ich kann nicht alle aufgreifen in 30 Minuten, aber Sie können ja hinterher auch Fragen stellen. Ich diskutiere jetzt hier nur ein paar. Die erste Idee ist, die Sie alle kennen, man verzichtet einfach auf Wachstum. Und zwar in der Form, dass man den eigenen Konsum reduziert. Das wäre zumindest für Deutsche auch gar kein Problem. Es gibt eine sehr schöne Studie vom Umweltbundesamt, die ich echt intelligent finde, die aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil wurden die Leute gefragt oder repräsentative Haushalte gefragt, wie viele Gegenstände sie eigentlich haben. Da wurde jede einzelne Gabel gezählt und dann kam raus, okay, die Leute haben im Durchschnitt 10.000 Gegenstände. Der zweite Teil der Studie, die dann eben der intelligente Teil war, war, die Leute wurden dann gefragt, wie viele dieser Gegenstände sie eigentlich anfassen. Da kam raus, dass überhaupt nur 5.000 Gegenstände jemals berührt werden. Das heißt, die Hälfte des gesamten Hausstandes lag in irgendwelchen Kammern, Schränken, Dachböden, Kellern. Ich meine, jeder, der an seinen eigenen Haushalt denkt, weiß, ganz vieles wird überhaupt nie angeguckt. So, wenn das aber so ist, dass man die Hälfte seiner Gegenstände eigentlich gar nicht braucht, dann kann man natürlich sagen, ganz klar, okay, wir konsumieren nur noch die Hälfte. So, das ist aber ein totales Missverständnis davon, wie der Kapitalismus funktioniert. Ich meine, zynischerweise ist es inzwischen so, zumindest im Westen, dass wir gar nicht mehr konsumieren, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir konsumieren, um das System zu stabilisieren. Oder anders gesagt, der Kapitalismus würde sofort zusammenbrechen, wenn wir hier in einen Konsumentenstreik treten würden und das Wachstum abgeschaltet würde. Dass das so ist, dass offenbar es
zentral wichtig ist, die Einkommen zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass diese Einkommen auch ausgegeben werden. Das kann ja jeder jetzt gerade live erleben in der Corona-Krise. Das ist ja sozusagen der unfreiwillige Konsumverzicht oder die unfreiwillige Krise und sofort. Das hat keine 2 Wochen gedauert, hat der deutsche Staat eingegriffen, um eben zu verhindern, dass das gesamte System kollabiert. Im Augenblick hat der deutsche Staat schon ungefähr 400 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt, aber sozusagen der Rahmen, der dafür vorgesehen ist, liegt bei 1,4 Billionen Euro. Das sind unvorstellbare Summen. Das macht man aber genau deswegen, weil jeder weiß, wie gefährlich es wäre, wenn plötzlich die Wirtschaft zusammenbricht. Um jetzt nochmal sich vorzustellen, was Konsumverzicht bedeuten würde: weniger Konsum heißt natürlich weniger Arbeitsplätze. Das würde wieder heißen, noch weniger Konsum, weil die arbeitslos können ja nicht mehr konsumieren. Und plötzlich wäre man, so schnell kann man gar nicht gucken, in einer Spirale nach unten, die übrigens bodenlos wäre. Ne? Da gibt es dann kein Halten mehr. Und es wäre ein chaotisches Schrumpfen. Also der Witz am Kapitalismus ist, das muss man sich klar machen, das ist kein statischer Zustand, sondern der Kapitalismus, so erstaunlich das ist, wächst oder schrumpft. Das ist ein dynamisches System. Oder anders gesagt, es gibt kein Einkommen, das man einfach verteilen kann, sondern das Einkommen entsteht in dem Prozess des kapitalistischen, der kapitalistischen Produktion. Und in dem Moment, wo man diese Produktion stört, und sei es nur durch einen Konsumstreik oder durch irgendwas anderes wie Corona, ist das Einkommen weg, das man noch verteilen wollte. Das heißt, wir sind in gewisser Weise alle in einem Hamsterrad. Hinzu kommt noch, das wissen wir natürlich aus der Geschichte, das Stichwort heißt Hitler. Es ist wahnsinnig gefährlich, wenn es zu Wirtschaftskrisen kommt, wenn Arbeitslosigkeit entsteht, weil die Menschen dann ihre Perspektive verlieren, ihren Einkommen verlieren, Angst bekommen, Panik schieben und dann, wenn das nicht ganz schnell wieder vorbei ist mit der Krise, dazu neigen, rechtsradikale Diktatoren zu wählen. Das heißt, wenn man aus dem Kapitalismus aussteigen will, muss man einen Weg finden, wie man keine schwere Wirtschaftskrise produziert. Weil das wäre dann das Ende der Demokratie, ohne dass man wahrscheinlich irgendwas für den Umweltschutz getan hätte. Weil es so schwer ist, aus dem Wachstum auszusteigen, ist die zweite Idee, natürlich auch sehr populär, kennt jeder, zu sagen, okay, dann machen wir eben grünes Wachstum. Diese Idee, dass man irgendwie grünes Wachstum haben will, ist inzwischen sozusagen die Leitidee aller Parteien. Also das geht von den Grünen bis zur CSU. Jeder setzt auf grünes Wachstum. Die Idee ist, das wissen Sie auch alle, eigentlich im Kern, alles bleibt wie bisher. Aber man fährt dann eben mit einem Elektroauto statt mit einem Verbrennungsmotor, der Diesel oder Benzin braucht. Aber sonst ist alles wie immer und es geht einfach in der bisherigen Form weiter. Das wäre natürlich der Traum, nicht? Also auch ich wäre begeistert, wenn es das grüne Wachstum geben könnte. Aber aus meiner Sicht ist das eine Illusion, die niemals klappen wird. Weil das Problem am grünen Wachstum ist natürlich, dass man es irgendwie schaffen müsste, dass die fossile Energie, die den Kapitalismus jetzt befeuert, zu grüner Energie wird. Wenn man sich das aber näher anguckt, dann stellt man fest, das Einzige, was sich ökologisch produzieren lässt, ist Strom, nicht? Nämlich entweder Windkraft oder Solarenergie. Alles andere ist eben fossil. So, und dann stellt man fest, okay, wenn man Ökostrom braucht, dann ist das dummerweise so, dass die immer knapp bleiben wird. Das mag zunächst erstaunen, dass Ökoenergie knapp sein soll, weil ja die Sonne permanent strahlt. Also die Sonne, das ist wahr, schickt unglaubliche Mengen an Energie zur Erde. Also die Sonne produziert ungefähr 10.000 Mal so viel Energie, wie alle Menschen auf der Erde bräuchten, um so zu leben wie im Westen. Also was wir nicht haben, ist ein Mangel an physikalischer Energie. Das Problem ist aber, weiß ja auch jeder, wir müssen diese Energie irgendwie einfangen, eben durch Solarpaneele oder durch Windräder.
So, und da wird es dann aber eben schwierig. Man muss sich ja klar machen, das geht oft in den Statistiken unter, dass wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, alle Branchen, und zwar wirklich alle, auf Ökoenergie umgestellt werden müssen. Also auch nicht nur der Strom, der ist nicht nur so, dass man den fossilen Strom jetzt umsteigen muss auf grünen Strom, sondern der ganze Verkehr, die Heizung, die Industrie, alles muss ökologisch sein. So, und das ist eine Herausforderung, wie man daran sieht, dass die Windenergie im Augenblick ungefähr 5,4% des Endenergieverbrauches in Deutschland ausmacht. Das heißt, Solar ist noch niedriger. Das heißt, wir müssen über 90% unserer Wirtschaft auf Ökostrom noch umstellen. Und da sieht man dann, das ist wirklich eine Herausforderung. Die Herausforderung entsteht vor allen Dingen dadurch, weiß ja nun auch schon jeder, dass Wind und nicht immer weht und Sonne auch nicht immer scheint. Das heißt, man muss zwingend die Ökoenergie speichern, damit sie auch dann bei Bedarf zur Verfügung steht. Im Augenblick, und das verzerrt sozusagen die Wahrnehmung von der Ökoenergie etwas, ist es ja so, dass wir unter optimalen Bedingungen Wind und Sonne einspeichern. Also erstens, wir ersetzen nur fossilen Strom durch Ökostrom, also man bleibt sozusagen in der gleichen Energieform. Und zweitens gibt es einen Vorrang für Ökoenergie, das heißt, wenn der Wind weht, wird er auch eingespeist, wenn Solar ist, wird er eingespeist, fertig. Wenn aber gerade kein Wind da ist, dann übernimmt die fossile Energie. So, das ist aber nicht mehr möglich, wenn man klimaneutral wirtschaften will und wenn man die gesamte, alle Branchen damit befeuern will, dann muss man speichern. So, das ist aufwendig. Die eine Möglichkeit ist mit Batterien, die andere Möglichkeit ist Wasserstoff dazwischen zu schalten. Der Witz ist aber, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, die Wasserstofftechnologie, die zwingend ist, um Ökostrom rund um die Uhr zur Verfügung zu haben, ist bisher überhaupt nicht entwickelt. Es gibt jetzt im Corona-Paket auch 7 Milliarden vom Staat für die Wasserstoffforschung. Aber das ist richtig, also das will ich gar nicht kritisieren, aber da merken Sie, da stehen wir beim Wasserstoff völlig am Anfang. Und selbst wenn wir dann den Wasserstoff hätten, der Punkt ist, das ist alles aufwendig und zwar auch energieaufwendig. Was ich jetzt auf gar keinen Fall sagen will, das können Sie sich denken, ist, dass wir keinen Klimaschutz machen müssen. Klimaschutz ist zwingend. Wir können ja hier nicht die ganze Zeit die Erde erhitzen. Aber man muss sich klar machen, dass nach allem, was wir bisher wissen, Ökoenergie knapp bleiben wird. So, wenn man aber feststellt, okay, Energie ist aufwendig und knapp, dann heißt das nichts anderes, als dass die Wirtschaft schrumpfen muss, nicht wachsen. Nicht? Grünes Wachstum ist hier nicht, sondern was hier sein wird, ist grünes Schrumpfen. Okay, um mal ganz klar auch ein häufiges Missverständnis auszuräumen, das wäre jetzt nicht der Beginn der Steinzeit. Nicht? Also das ist ja auch oft eine Angst, die Menschen haben, dass, wenn sie hören, dass irgendwie das Wachstum aufhören soll, sie dann sich als nächstes wieder in der Höhle sehen. Nein, es wäre nicht das Ende der Steinzeit, was vielleicht auch nochmal sich lebensweltlich sozusagen erklären lässt. Also ich weiß ja nicht, ich sehe Sie ja nicht, wie viele von Ihnen schon 1975 auf der Welt waren. Aber die, die dabei waren, werden sich erinnern, 1975 haben wir eigentlich auch gut gelebt. Nicht? Es war eigentlich wie jetzt, außer dass es keine Erdbeeren im Winter gab und man natürlich nicht für 2 Tage nach Mallorca geflogen ist, sondern stattdessen ist man gleich für 3 Wochen mit dem Auto nach Italien gereist. Ist ja eigentlich vielleicht sogar besser. Und es gab natürlich auch kein Smartphone. Aber eigentlich, das werden alle bestätigen, die dabei waren, waren wir 1975 genauso glücklich wie heute. Das heißt, an dem Glück und der Zufriedenheit hat sich überhaupt nichts geändert. Aber
Inzwischen ist es so, dass die deutsche Wirtschaft weit über 100% mehr produziert als 1975. Das heißt, die Wirtschaftsleistung hat sich verdoppelt, das Glück ist gleich geblieben. Man kann schon daran sehen, dass also Wirtschaftswachstum nicht unbedingt zu Zufriedenheit führt. Also man könnte auch umgekehrt sagen, wir könnten ruhig weniger produzieren, wir wären trotzdem glücklich. Das ist irgendwie nicht der Punkt. Aber man muss sich jetzt mal überlegen, okay, wie viel wenn man sich das anguckt mit der Ökoenergie, wofür wird die wahrscheinlich reichen und wofür eben nicht? Und da kann man dann sehr sicher sein, dass eine klimaneutrale Wirtschaft Fliegen ausschließt. Und zwar in jeder Form. Natürlich Inlandsflüge sowieso, aber auch Interkontinentalflüge. Das ist nicht. So, daran müssen sich, an diesen Gedanken müssen sich langsam alle gewöhnen. Außerdem wird die Ökoenergie, soweit man das übersehen kann, für private Autos auch nicht reichen. Und zwar auch nicht als Elektroauto. Denn das Elektroauto ist ja nicht harmlos, nicht? Auch das Elektroauto verbraucht sehr viele Rohstoffe und leider eben auch zu viel Energie. Jetzt ist aber natürlich klar, auf den Flughäfen arbeiten Menschen, in der Automobilindustrie in Deutschland arbeiten im Augenblick direkt und indirekt 1,75 Millionen Menschen. Wenn man sich dann weiter überlegt, was auch noch alles überflüssig wird in einer Welt, die schrumpft und einer Wirtschaft, die schrumpft, was man gar nicht mehr braucht, eigentlich sind Banken. Vielleicht noch kleine Sparkassen, aber das große Geschäft der Banken, man vergibt Kredite, um damit das Wachstum zu finanzieren, ist damit natürlich völlig obsolet, wenn man eigentlich schrumpft. Auch Versicherungen, vor allen Dingen Lebensversicherungen, haben dann keinen Platz mehr in der Welt, denn auch Lebensversicherungen setzen auf das Prinzip Wachstum. Man zahlt ein paar Prämien ein und dann will man hinterher aber mehr rausbekommen. Das geht in einer schrumpfenden Welt auch nicht. Man braucht auch keine PR-Agenturen mehr, Messelogistiker nicht mehr und so weiter. Also Sie sehen, eine schrumpfende Wirtschaft ist etwas völlig anderes, als was wir heute haben. Und Millionen von Menschen würden einen neuen Arbeitsplatz brauchen. Das wäre eine schrumpfende Öko-Wirtschaft, wäre nicht das Ende der Arbeit. Es würden auch neue Arbeitsplätze entstehen, also beispielsweise im Ökolandbau, der ja sehr viel mehr Arbeitsplätze braucht als die industrialisierte Landwirtschaft oder auch beispielsweise im Wald. Denn das ist ja schon abzusehen, dass durch den Klimawandel, den wir schon haben, den wir gar nicht mehr stoppen können, der deutsche Wald in seiner heutigen Form nicht überleben wird. Und dann muss man sich ja überlegen, was man dann macht. Auch da wird man sehr viele Menschen brauchen. Der Punkt ist nicht, dass die Arbeit ausgeht. Wir werden eine Menge Arbeit haben, aber wir werden nicht mehr das gleiche Einkommen haben wie heute. Weil in der schrumpfenden Wirtschaft kann man natürlich nicht so viel konsumieren wie heute. Wie gesagt, das Ganze ist nicht die Steinzeit, aber das Schrumpfen. So, und damit taucht dann aber ein zentrales Problem auf. Ne? Also um das nochmal vielleicht bildlich zu machen, hier haben wir dynamisch wachsenden Kapitalismus. Das Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo man nur noch produziert, was man auch mit klimaneutraler Energie herstellen kann. Und was aber fehlt bisher in der Diskussion völlig, ist der Prozess dahin, sozusagen die Brücke, die Transformation. Also wie organisiert man dieses Schrumpfen? Also wie kommt man aus dem dynamischen Kapitalismus raus hin zu einer Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eine riesige Wirtschaftskrise produziert, die dann, das hatten wir ja schon, nur den Effekt hätte, dass ein rechtsradikaler Diktator an die Macht kommt. So, und das ist natürlich ein weitgehend ungelöstes Problem. Es gibt aber sozusagen ein Modell in der Geschichte, wo man mal sehen kann, wie eine kapitalistische Wirtschaft
geschrumpft wurde. Das ist jetzt, das sage ich ausdrücklich, nur eine Analogie. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass man es genau so wieder machen muss, aber damit man überhaupt mal ins Nachdenken kommt, wie organisiertes, staatlich organisiertes Schrumpfen aussehen könnte. Und dieses Modell fürs Schrumpfen ist nun also ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. So, damals war das Problem, dass die Engländer den Zweiten Weltkrieg nicht hatten kommen sehen. Sie hatten gedacht, das weiß ja auch jeder aus den Schulbüchern, dass man Hitler irgendwie einfangen könnte durch die sogenannte Appeasement-Politik, also so eine Art Befriedungspolitik. Man hätte Hitler Österreich geschenkt, man hätte Hitler auch das Sudetendeutschland zugestanden. Und dass das alles überhaupt nicht klappt, das haben die Briten erst in aller Härte im März 1939 begriffen, als Hitler in Prag stand. Denn das war nicht vorgesehen, dass eigentlich war die Idee gewesen, dass es so eine Art Rumpfstaat der Tschechoslowakei gibt. So, jetzt war Hitler in Prag, damit war für die Briten klar, okay, jetzt beginnt der Zweite Weltkrieg, der dann ja auch am 1. September 1939 ausgebrochen ist, als Hitler Polen überfallen hat. So, das Problem war nicht nur für die Briten war aber nicht nur, dass jetzt ein neuer Weltkrieg anfängt, sondern es war strategisch klar, dass Hitler diesen Zweiten Weltkrieg nur gewinnen kann, wenn er Großbritannien einnimmt. Das war den Briten klar und das war auch Hitler klar. Das hat Hitler seinen Generälen auch erzählt, woraus man nur sehen kann, aber das nur als Randnotiz, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg bereits im Sommer 1940 strategisch verloren hatte, als es eben nicht gelungen ist, Großbritannien einzunehmen. Der Rest war dann nur noch Mord und Selbstmord, wenn man so will. Aber egal, also die jedenfalls die Briten wussten, okay, Hitler greift uns an und wir haben uns nicht vorbereitet. Und jetzt mussten sie natürlich innerhalb kürzester Zeit ihre Friedenswirtschaft schrumpfen. Das ist dann die Analogie, um jetzt diese ganzen Industriekapazitäten freizuräumen für so unwichtige Produkte wie Panzer oder U-Boote, die man ja im Normalleben überhaupt nicht braucht. So, und in dieser, und das war jetzt eine, sozusagen etwas, was innerhalb von Wochen stattfinden musste. Und in dieser Zeit haben die Briten dann zwei Sachen erfunden, die bis heute, glaube ich, hilfreich wären, um auch in die Zukunft zu denken. Das eine ist, sie haben die statistische Methoden erfunden, um überhaupt zu messen, was in einer Volkswirtschaft produziert wird. Das wusste vorher keiner. Also damals sind die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entstanden, die man auch heute noch nutzt. Und das Zweite war, die Briten haben eine Art private Planwirtschaft entwickelt. Das war etwas völlig anderes, als was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion passierte. Das weiß ja jeder, wie das da lief, die sozialistische Planwirtschaft. Nicht? Es wird alles verstaatlicht. Und alles zentral geplant bis zur letzten Schraube. So lief das also in Großbritannien gar nicht. Da wurde nichts verstaatlicht. Läden, Restaurants, Firmen und so blieben privat. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird in der Friedenswirtschaft. Und er hat auch die Verteilung übernommen. Das heißt, es wurde rationiert. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert, aber trotzdem eben rationiert. Und das Ziel war, dass es gerecht zugeht. Jeder sollte das Gleiche bekommen. Das war übrigens in Großbritannien auch außerordentlich populär, weswegen die Rationierung bis 1954 weiter durchgezogen wurde. Also in Deutschland wird dann immer gedacht, oh, die armen Briten, die müssen ja wahnsinnig gehungert haben, dass sie bis 1954 rationiert haben. Nee, so war das gar nicht, sondern man hatte das eben als ein Instrument entdeckt. Gerechtigkeit zu schaffen, wenn Güter knapp werden. So, und also wurden dann solche Sachen rationiert wie Zucker, Milch, Fleisch und so. Okay, und ich glaube, diese Art von privater Planwirtschaft mit Rationierung werden wir in Zukunft auch haben. Die Frage ist nur noch, ob wir uns frühzeitig dafür entscheiden, um den Klimawandel abzubremsen, oder ob das dann kommt, wenn der Klimawandel eben solche Schäden hinterlässt, dass man das zwingend machen muss. Damit, ich bin jetzt auch gleich fertig, letzter Satz. Das klingt ja jetzt vielleicht auch irgendwie noch extrem abstrakt. Hä, der Staat soll rationieren oder planen. Aber ich glaube, dass wir ganz automatisch in so eine Art von System
reinrutschen werden, eben durch die Zwänge des Klimawandels. Und das erste Thema in diesem Zusammenhang wird das Wasser sein. Also Deutschland wird jetzt durch den Klimawandel nicht zur Wüste. Aber was natürlich passieren wird, ist, dass die Niederschläge insgesamt wahrscheinlich abnehmen werden. Und vor allen Dingen werden sie nicht mehr so gleichmäßig fallen wie früher. Also es wird sehr viel häufiger passieren, was wir im Sommer 2018 erlebt haben, nämlich dass dann monatelang überhaupt kein Regen fällt. Und dann entstehen ja Verteilungskonflikte, nicht? Dann ist ja sofort die Frage, okay, wer kriegt das Wasser jetzt? Die Haushalte, die Industrie oder die Landwirtschaft? Und dann stehen natürlich alle, das wissen wir, sofort beim Staat und wollen jetzt, dass das vom Staat geregelt wird, wer welches Wasser kriegt. Und damit ist man bereits in der Rationierung. So schnell hat man gar nicht gucken können, wie man sozusagen schon ein neues Regime hat. Und ich glaube, diese Art von staatlichem Management wird dann eben ständig zunehmen. Das ist aus meiner Sicht auch das Einzige, was man aus der Corona-Krise mitnehmen kann als Erfahrung für den Klimaschutz, dass wir ja jetzt alle erleben, wie stark der Staat ist, also wie handlungsfähig und wie intensiv auch Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten können. So, und das ist in gewisser Weise wirklich das Modell für die Zukunft. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte.